Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Openings-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten hier aus der Garnison. Und dazu war ich wieder fleißig, habe mit dem Magier hier ein bisschen was gefarmt. Wir haben nämlich hier insgesamt 20 große Kisten mit Bergungsgut. Und die wollen wir einmal öffnen, um noch ein paar Timok-Items zu kriegen. Ich brauche noch insgesamt zwei Sachen. Einmal die Schuhe und die Handgelenke vom Magier. Und dann wären wir tatsächlich mit den Kisten durch. Und da würde ich sagen, starten wir gleich mal durch. Bis jetzt sieht es hier nicht so gut aus. Wir haben jetzt hier Garnisonsressourcen rausgekriegt. Und ein Teil haben wir rausgekriegt. Es sieht doch gut aus. Wir haben die Handgelenke bekommen. Heißt, ich habe jetzt nur noch die Schuhe offen. Uiuiui, ein Teil ist schon mal gut. Sehr schön. Komm, drück mir die Daumen, die Schuhe auch noch. Dann wäre ich mit dem Magier tatsächlich fertig. Dann müsste ich mit dem hier keine Missionen mehr spammen. Jetzt gibt es nur noch Ressourcen. Ein bisschen Waffe. Was haben wir da gekriegt? Die Kapuze, die habe ich, glaube ich, letztens auch schon mal bekommen gehabt. Die brauche ich nicht. Die Kisten kriegt man übrigens über die Missionen, ne? Und zwar, wenn man dieses Wiederverwertungsgebäude hat, kriegt man die als zusätzlichen Loot. Ist so ein bisschen random, nicht bei jeder Mission. Muss die halt auch definitiv quasi positiv abschließen, ne? Also schaffen. Was haben wir da gekriegt? Die Robe. Und, weiß ich nicht, vielleicht eine 10%ige Chance, 20%, I don't know, dass man dann so eine extra Kiste kriegt. Noch ein Item. Ah ne, das ist so ein Waffen-Upgrade-Ding, das brauche ich nicht. Na komm, jetzt die Schuhe noch, das wäre ein Highlight. Und, no, leider nicht, ein episches Waffen-Upgrade-Ding haben wir noch gekriegt. Nee, Rüstung. Aber zumindest ein Item, heißt, da ist jetzt auch noch ein letztes und ihr seht, das zieht sich hier so ein bisschen durch. Beim DK brauche ich nur eins, beim Magier brauche ich nur eins, beim Priester brauche ich nur eins, ne? Naja. Mal gucken. Naja, jetzt werde ich wieder ein paar Kisten farmen und sobald ich wieder genug habe, melde ich mich. Euch la, bis zum nächsten Mal. Ciao.